Guten Tag, liebe Freunde, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Angespielt. 6 by 6 heißt das Spiel bei 4N1. Und ist ein Browser-Game. Wir gucken uns mal die Anleitung an. In diesem Spiel gibt es Spielsteine in 6 verschiedenen Farben und 6 verschiedenen Formen. Jeden Stein gibt es genau zweimal. Unten im Inventar hast du 6 zufällige Steine. Um einen Stein abzulegen, wähle ihn aus und setze ihn in eine Reihe. Beim Anlegen muss mit der Reihe entweder die Form, man muss mit der Reihe, die Form oder die Farbe von allen Steinen übereinstimmen. In einer Reihe darf ein gleicher Stein nicht mehrmals vorkommen. Bei man muss entweder die Form oder die Farbe von allen Steinen übereinstimmen. Okay. Wenn du deine Steine gesetzt hast, drückst du auf Weiter, um Punkte zu kriegen und um in das Inventar wieder aufzufinden. Eine neue Runde beginnt. Wenn du eine Reihe bildest oder ergänzt, erhältst du am Ende der Runde so viele Punkte, wie die Reihe Steine hat. Enthält die Reihe 6 Steine, also ist sie vollständig, erhältst du 12 Punkte. Ein gelegter Stein kann auch mehrmals punkten, wenn er Teil von mehreren Reihen ist. Okay, also Reihe ist auf jeden Fall auch anscheinend eine Spalte, oder? Das Spiel ist gewonnen, wenn es keine Steine mehr gibt zum Nachziehen. Gibt es Ergebnis und sind die Punkte geteilt durch die Anzahl der Züge. Okay. Na, wir haben hier zum Beenden von. Ja, wir machen es mal kein Vollbild, sonst kann ich das nicht so toll nachbearbeiten dann später. Wir haben hier unten, wie ihr seht, verschiedene Farben und verschiedene Formen. Den zum Beispiel kann ich jetzt nicht daneben setzen. Ja, das würde nicht funktionieren, weil das ist gleiche Farbe und gleiche Form. Deswegen bauen wir einfach mal hier unten einen hin. So, ne, dann kann ich einen daneben setzen. Dann kann ich hier zum Beispiel einen daneben setzen mit der gleichen Farbe. Da könnte ich einen setzen. Warum gerne ich den nicht hinsetzen? Weil es die gleiche Form sein muss. Ah ja. Okay. Kann ich hier einen hinsetzen? Nein, den kann ich irgendwie nirgendwo mehr hinsetzen, glaube ich. Okay, dann setzen wir hier noch einen hin. Kann ich nicht, weil es nicht die gleiche Farbe ist. Und aktuell kann ich nicht mehr tun als das. Ne? Ich habe hier Türkis und einmal Pink noch. Und einmal diese gleiche Form, die ich halt nicht nochmal hinsetzen kann. Okay, gab es 5 Punkte. Jetzt habe ich hier neue. Jetzt kann ich da zum Beispiel einen hinsetzen. Und dann kann ich hier einen hinsetzen. Oder auch nicht. Warum nicht? Ach so, weil das. Warum kann ich das nicht hier hinsetzen? I don't understand. Kann ich das auf die linke Seite setzen? Ah ja, weil wahrscheinlich, weil hier das Gelbe stört. Das heißt, hier hätte gelb und dieser Stern sein müssen. Das heißt. Hier, ach nee, da müsste, hätte ich, okay, nee, funktioniert nicht. Geht auch nicht, das heißt, ich muss weitermachen. Ich habe hier einen roten. Rot kann ich hier nicht auf die linke Seite setzen wegen dem Türkis, das heißt, ich kann es auf die rechte Seite setzen. Müll, ich kann den höchstens hier hinsetzen. Und das war's aber auch schon wieder. Mehr kann ich hier aktuell nicht setzen. So, wird wieder aufgefüllt. 16 Punkte habe ich jetzt. Jetzt kann ich zum Beispiel einen Türkisen hinsetzen. Der Türkisene hätte nur hier hingesetzt werden können, wenn das hier auch Türkis gewesen ist. So eine Kacke aber auch. Muss ich hier hinten hinsetzen, okay. Den Stern kann ich immer noch nicht hinsetzen. Ach so, das wird immer aufgefüllt, ne? Das wird immer aufgefüllt. Hier kann ich immer nur von derselben Farbe hinsetzen, ne? Ups. Kann ich nur von derselben Farbe hinsetzen? Mensch. So. Mehr kann ich gar nicht, wa? Achso, wir können vierte Runde, können auffüllen, klar. Jetzt habe ich hier ein Sternchen, ein gelbes Sternchen, das zum Beispiel hier hingesetzt werden kann. Das war's dann schon wieder. Dummerweise. Okay, das war's jetzt so endgültig gewesen, ne? Mehr kann ich hier gar nicht hinlegen. Ich kann ja auch einen Türkisen hinsetzen, hätte ich schon die ganze Zeit machen können. Okay. Okay, jetzt kann ich grün hier hinsetzen. Grün hier hinsetzen. Nächste. Kann ich rot hier hinsetzen. Dann kann ich eine neue Form, die ich noch nicht hinsetzen kann. Ach ne, neue Form ist es gar nicht. Die kommt hier hin. Gelb, das geht nicht, das funktioniert nicht und das habe ich noch gar nicht. Das ist ja ätzend. So.
Mehr kann ich nicht setzen. Die sind schon besetzt. Ja, ich kann abbekommen. Den hier mal. Kann ich auch noch nicht setzen. Was habe ich denn hier? Ich habe gelb. Kann ich hier nicht hinsetzen? Kann ich hier unten? Ne, kann ich auch nicht. Gelb kann ich auch hier nicht hinsetzen. Das Türkise kann ich hier nicht hinsetzen. Das Blaue kann ich hier nirgendwo hinsetzen. Das hier. Ach, nee, geht auch nicht. Müsste ich hier oben hinsetzen können halt, ne? Das war's. Ich kann ja auch mit dem Mausrad durchscrollen, das ist halt auch schön. Ich wüsste nicht, wo ich das hinsetzen könnte. Anhand der Anleitung würde ich sagen, funktioniert das nicht mehr. Doch, da. Warum geht denn das? Ich denke, es kann in einer Reihe nicht zweimal sein. Das Spiel macht sich auch, hat auch Bock, wie macht's auch, wie es Lust hat, ne? So. Können wir hier eins hinsetzen? Füllen wir auf. Dann machen wir dahin eins. Grün kommt hier hin. Nee, Andu, kann ich Andu machen? Da kommt Grün hin. Nein, Andu. Wollte ich nicht tun. Ich baue hier, glaube ich, total Müll hin, aber das ist auch egal. Ich baue, wie ich Bock habe. Okay. Jetzt haben wir hier eine leere. Eine leere. Ach nee, das gehört ja schon hier hin. Ja. Kommt da hin oder auch nicht. Können wir da hin machen. Dann haben wir noch ein lilanes. Können wir da hin machen. Hier kommt auch noch ein pinkes hin. Wird also immer ein bisschen größer und größer und größer. Hier kann ich es ja auch nicht hinsetzen. Schade. Jeden Stein muss ich jetzt zweimal verbauen, ne? Bis dann ist, dann ist das Spiel anscheinend erst vorbei. Ach, ich setze hier einfach irgendwo welche hin, wie ich Bock habe. Okay, warum auch immer ich das da nicht hinsetzen kann, obwohl es eigentlich die gleiche Farbe hat. Gleiche Form. Wahrscheinlich muss es die gleiche Farbe haben. Okay, das funktioniert nicht. Doch, jetzt kann es doch die gleiche Form, ist ja dumm. So, machen wir mal größer und größer und größer. Rot kann hier unten hin. Gelb kann dahin. Jung. Alle wieder aufgefüllt. Es gibt, wie viele Formen sind? 1, 2, 3, 4, 5. 5? Nee, ne? Ich glaube, es könnte 6 Formen geben. Also 18 Steine und dann in 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wahnsinnig viele Steine gibt es auf jeden Fall. Bin gerade zu so doof zum Rechnen. Kann er gerne ausrechnen, wenn man Bock hat. Wir setzen hier einfach mal irgendwo ran. Wen juckt's? Wen juckt es, Überhaupt keinen. Ich baue die hin, wo ich Lust habe. Ja. Wieder neue. Bauen wir sie so weit weg wie möglich. Um es so groß wie möglich zu machen. Check. Und check. Ja, hier funktioniert es nicht. Gleiche Farbe da. 17 Züge schon. Gelb. Manchmal frage ich mich echt, warum das da funktioniert und da nicht. Puh, okay. Ich habe keine Ahnung, wann hier mal Ende ist. Ich habe auch ehrlich gesagt keine Lust, hier weiter zu spielen. Irgendwie ist das ein doofes Spiel. Gefällt mir nicht so sehr. Ich weiß ja nicht mal, was der Sinn davon ist. Kann ich irgendwie aufhören? Also mir ein Ranking geben lassen? So viele Steine sind es wahrscheinlich nicht mehr, aber ich habe da gar keinen Bock mehr drauf. Voll doof, das Game. Also. Ich weiß, ich würde es jetzt nicht mehr unbedingt als Spiel bezeichnen. Für mich ist das Game kein, für mich ist das kein Spiel. Für mich ist das echt komisch, ey. Aber man kann sich quasi seine eigenen Zonen hier bauen mit den Farben. Oh, wunderbar. Hat da funktioniert. Seine kleinen eigenen Areale.
Oh, da sind noch drei, ja. Okay. Badam! Gewonnen, neuer Highscore. Ja, wie kann man auch nicht gewinnen? Highscore 10.4, das Score bildet sich aus der Punktzahl. Okay. Das war's auch schon. Jetzt geht's ja quasi wieder mit neu los, ne? Okay. Das war's gewesen mit 6x6. Vielen Dank fürs Zusehen und so. Den Sinn habe ich noch nicht so richtig verstanden. Hier gibt es anscheinend auch keine Rangliste, sonst hätte ich das ja gesehen. Ach, guck mal, jetzt habe ich 20. Verstehe ich nicht. Aber wollte schon sagen, jetzt zählt sie von vorne. Ich bin sprachlos, aber vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Mal angespielt. Ciao, ciao, Leute.